Hallo und einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Zurück wieder an einem unbekannten Ort. Nach dem Gemetzel bin ich jetzt so weit fortgeschritten, dass ich sehe, dass es da links oben, also vor mir hier direkt wieder hochgeht. Und wir werden ein paar Razor zuvorkommen. Mal gucken. Die haben mich noch nicht, oder? Nee. Aber ich habe hier noch irgendwelches Lootmaterial gesehen. Ach ja, hier. So, mal gucken. Da ist er schon. So. Jupp. Und er bettet sich zur Ruhe. Ganz langsam. Und ich schaue zu. Vielleicht sollte ich dich auch noch mal looten. Jupp, jupp. Wie geht es weiter hier oben? Geht wahrscheinlich nur so eine Kuppe oder was. Aber wenn es regnet, dann... Ah ja, da ist noch was. Jo, Razor macht einen Breakdance auf der Stelle. Hier eben Pfeil verloren, Tatsache. Kommt mal vor. Nicht mehr so viel. Speichern mal, wa? Und schauen wir mal. Wenn ich das hier von oben so beobachte, dann dann sieht es nach Sackgasse aus. Ich gehe nochmal runter und gucke mal genauer hin, ob das wirklich eine Sackgasse ist. Ach ja. Okay. Zeit mal wieder hier Kombo-Training zu üben. Zack, 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 zack. Und was ist damit? Zack, zack, okay. Gut. Zweimal rohes Fleisch von einem Beißer. Suppi. Was leuchtet denn da oben? Das sieht nach Suchenden aus. Wenn mich nicht alles täuscht. Aha, gut, dass ich nochmal umgekehrt bin. So, aber hier waren ja noch mehr Beißer. Ja, hier war doch noch ein Snapperkraut, genau. Laufliederchen, noch einer. So, irgendwo war doch noch was. Irgendwo war doch noch Beißerchen. Ah, da hinten. Jede Menge sogar. Ein Suchender. Okay. Komme ich denn da hoch? Tatsache, komme ich. Und er hängt da im Felsen drum. Herrlich. Da hol doch aus, dann fällst du eh runter. Da kann ich ja näher ran. Oh, er schießt. Er schießt doch. Er hat doch tatsächlich die Möglichkeit gefunden zu schießen. Aber erstmal hier den... Ich will den Beißer haben. Okay, der Suchende ist ein bisschen platt. Aufpassen, dass er mich nicht trifft. Oh, da sind ja noch mehr. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, wo bist du? Bist du noch da am Felsen? Nee. Wo ist der hin? Ich werde mal speichern. Ja, jetzt wird es natürlich hagelig, wenn ich nämlich hier weiter reingehe. Dann passiert mir Folgendes. Da ist der Suchende. Da hat er sich hing verballert. Nein. Mist. Immer das gleiche Thema. Ja, immer das gleiche Thema. So, ich bitte dich. Ah, klappt doch mit den Kombos. Ich habe mich mal gefragt, wie Jorgensen das immer macht. Aber jetzt habe ich es ja nach ganz langer Zeit
mal herausgekriegt. So, jetzt was ist mit denen da oben? Jetzt gilt es natürlich zu gucken. Ja, auf der Entfernung ist das Quatsch. Die würden mich auch treffen, würde ich die dann anpieken. Aber ich habe selber wenig Lebenskraft. Ah, hier können wir noch mal was looten. Es sei denn, die würden dann wieder gegen den Felsen klatschen. Im Feuerspruch. Werde ich wohl nicht treffen. Nee, das geht ins Innenfelsen, das sieht man ja. Sein, ich mache diese das freie Zielen an, aber wie schon gesagt, da habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Aber stopp mal. Einer. Der andere ist noch weiter hinten, oder wie? Nein, ich gehe da hoch. Nö. Versuch's von hier unten, liebe Freunde. Ah, siehst du, wusste ich's doch. Vergessen zu looten. Wenn ich so weit voraus wollte. Ja, dann machen wir mal die Probe aufs Exempel und werden mal gucken, wie sich das verhält. Ah, den treffe ich sogar. Los, ausweichen. Oh, der hat... Oh, jetzt kommt noch einer an. Ah, Mist. Gut. Die beiden da oben haben eine sehr gute Position. Ich habe mal eben abgespeichert. Und das will ich also nicht weiter großartig riskieren. Moment mal, wieso habe ich denn hier noch nichts gelootet? Mich nicht getraut wegen der beiden Suchenden, die da oben an der Klippe stehen. Dann gucken wir mal weiter. Den habe ich schon. Hier sind ja weiter hinten. Okay. Da ist. Nee, bitte. Mach doch mal den Bogen. Ist da noch ein Kräutertjes? Nee. Oh, vielleicht sollte ich mal mich mal wieder regenerieren. Nee, bringt nix. Bringt nix. Ich regeneriere mich mal. Mittlerweile ist die Sonne rausgekommen, nachdem ich mich regeneriert und abgespeichert habe. Ja, wenn ich da näher komme, ich bin hier völlig auf dem offenen Feld. Auf dem offenen Feld, ja, ja. Gucken, treffe ich wen. Okay. Oh, den hat's schon gut erwischt. Space Invaders? Ne, machen wir lieber nicht. Ach, der kommt sogar näher. So langsam heranlocken. Ah, jetzt geht er wieder auf seine Position. Können die sich denn auch selber noch regenerieren? So was Gemeines aber auch. Menno, Menno, Menno. Tja, so langsam klärt sich das auf. Ich habe nur noch einen großen Feuerball, der so einigermaßen Schaden an den Suchenden wohl verursacht. Bin mal gespannt, inwieweit da was passiert. Oh, der kommt auf mich zu. Der fetzt da runter. Aha. Was heißt das jetzt genau? Okay. Aha. Oh, der hat mich sogar getroffen. Immer durch den Felsen durch. Das darf jetzt aber nicht wahr sein, liebe Leute. Okay. Klappt. Ja, wer unten liegt, der hat schlechte Position.
So, mal eben abgespeichert. Und jetzt gehe ich doch noch mal runter hier. Na, so. Damit ich den hier looten kann. Damit ich das nachher nicht vergesse. Der wandert da noch schön oben hoch. Na, hier kann ich nicht hochklettern. Muss ich also wieder ganz zum Anfang zurück. Okay, ja, loskommen. Bin ich mal gespannt, ob ich den anderen da auch noch kriege. Der jetzt da nicht mehr... Doch, da steht er. Zuppi. Feuerball ist weg. Und jetzt gilt es mal, ihn eben per Nahkampf. Da ist er. Ach, geschafft. So, er fällt wieder ganz langsam runter, das ist gut. Können wir mal eben hier den Blowfleeder noch looten. Und wieder runtergehen, aber das mache ich mal eben im Schnellmodus, um zu gucken, ob es hier noch Loot gut gibt. Gut, es gibt gut Loot. Gut Loot. Ah, siehst du, es geht doch nicht weiter. Also augenscheinlich erstmal nicht. Gibt es nur Blauflieder. Also hier gibt es, ja, es ist wieder so eine Wassertextur. Ja, das war dann hier wohl, wie ich angenommen habe, eine Sackgasse. Okay, dann geht es oben gleich wieder weiter. Und sind an der Stelle, wo wir eben aufgehört haben. Hier geht es irgendwie weiter oder auch nicht oder auch weiter da hinten. Aufpassen machen, nachher versteckt sich hier wieder ein NPC. Egal. Und da hinten habe ich einen wedelnden Schwanz gesehen, oder? Ja, irgendwas ist da auch. Gut. So, hier hat es, glaube ich, nichts gegeben. Gehen wir mal erstmal hier rum. Nur Blauflieder. Aha, das ist U-förmig. Wahrscheinlich. Oh Mann, Snapperkraut wieder. Das ist gut. Wenn das jetzt hier gleich zu Ende ist, ja, ist es. Alles klar. Haben wir hier die Möglichkeit, noch irgendwo rechts hoch zu klettern? Nicht so ganz. Ja, also, dann gehen wir mal Richtung Schakal. Bin gespannt. Gucken, was es noch gibt. Canyon-Ratte. Mhm, okay. Da hinten ist noch ein Schakal und noch einer. Aber ich will mal die Canyon-Ratte hier nehmen. Ach so, das ist eine Textur. Ich dachte, da steckt wieder ein Suchender in der Wand. Herrjemine. Hier, das Ding. Feuerkraut. Oh, mein Feuerkraut. Auch neu. Noch ein Feuerkraut. Ah ja. Gut. Haben wir unheimlich spät wieder und es wird dunkel. Werden wir uns mal hier wieder mal ein bisschen schlafen legen. Na, da bist du. Oh, Fall verloren. Gut. Ich habe neben den Ratten geschlafen. Das gibt's doch nicht. So was Bedeutendes. Okay, ich speichere mal. Und weiter geht's.
War hier noch Lootzeug? Nein. Tschüss. So viele Schakale. Mann, oh Mann, das sind ja Schakale hier. Alles voller Schaki-Schakis. Schaki-Haki. Ich mal wissen, wo ich hier bin. Keine Karte dazu gefunden. Ach, ein Suchender. Mhm. Moment mal. Das ist ein Ork-Camp da hinten. Hauer, hauer. Ork-Camp mitten in einer unbekannten Zone. So, weiter gucken, was es hier noch gibt. Ups. Ah, da ist noch ein Schaggy-Haggy. Tschüss. Krieg ich dich? Ja, dich habe ich auch gekriegt. Ei, was ist denn hier für ein Zeug? Ha. Morgenstern, Lederbeutel. Schöne Sachen es hier gibt. Perfekt. Okay. Dann hier noch ein bisschen Loot gut. Dann ist hier in der Ecke noch was und da oben hat sich was bewegt. Naja, aber da gucken wir mal nachher hin. Ups, nicht übersehen. Dich darf ich auch nicht übersehen. Okay, das ist jetzt Ende. War hier noch was? Nee, ist schlecht zu erkennen. Gucken. Ach so. Auch schön. Okay, jetzt sind wir hier auf so einer Anhöhe. Können wir schon mal vorausgucken, was wir hier alle so sehen. Aha. Okay. Cool. Dann gehen wir mal den konventionellen Weg. Schauen wir mal. Da ist was. Ach, eine Canyonrad. So ein Blatt. Kann ich ja von hier aus machen. Oder erstmal den. Oh! Mist, steh doch auf! Mhm. Okay, das werde ich dann beschleunigen. Hat der mich getroffen? Ja, die Feuergolems sind natürlich viel besser im Kloppen als die anderen Golems. So, komm. Jetzt bist du gleich fällig. Ich habe keine Lust, da jetzt runter zu gehen, um ihn mal eben mit einer Combo, was ein bisschen Zeit braucht und ein gutes Timing, die letzten Schläge zu metzeln. Das ist jetzt nicht so das praktische Ding. Sup. Dann, Moment. Hatten wir hier noch einen Suchenden? Da werden wir mal erstmal scouten. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass es noch mehr sind. Und sogar vor den Orks. Das ist ja der Hammer. Okay. Ork-Stammeskrieger. Wie bitte? Moment. Ach du liebes Bisschen. Jetzt habe ich gleich zwei auf einmal hier. Mal gucken, vielleicht kriege ich das ja hin. Okay. Habe ich hingekriegt. Hätte ich echt nicht gedacht. Zwei Stück auf einmal.
Ja, die beiden Suchenden haben mich noch genervt oder nerven mich noch wahrscheinlich großartigst. Wobei der eine hinterm Felsen ist, dann werde ich erstmal den rechten hier versuchen anzupeitschen. Und mich dann hinterm Felsen verstecken und mal gucken, was passiert. Oh, jetzt kommt wieder ein Stammeskrieger. Okay. Ja, das klappt da ganz gut mit den Kombos. Herrlich. Tja, jetzt natürlich noch die Suchenden. Gucken, wo die jetzt sind. Vielleicht verstecken sie sich. Ja, da ist einer, der versteckt sich dahinter. Den anderen können wir auch schon mal erkennen. Hehe. Was mache ich denn jetzt? Guck, vielleicht klatscht er ja hier irgendwie. Schön. Haarscharf am Felsen vorbei und... Oh Mann, ich fasse es nicht. Hat er mich erwischt? Na Bakalute. So gespeichert habe ich. Ich riskiere es mal, ihn dann noch... Ich weiß, riskant war's. Deswegen erfrische ich mich wieder. Tja, dann gucken wir mal, was das für ein ulkig Orklager ist dort. Ob sich da in der Nähe noch was versteckt und verbirgt. Ich gehe mit Sicherheit davon aus. Aber hier gibt's noch was zu looten. Immer auf der Hut bleiben. Da hinten. Ein Ork-Stammeskrieger. Ach, ich warte einfach, bis er auf mich zukommt. Die haben eine sehr, sehr große... Ja. Ach, er bleibt da hängen. Wie glücklich für mich. So, noch einer. Da ist noch einer. Na. Gerade beim Trinken erwischt. Oh. Wo kam der jetzt her? Der Sound? Weiß ich nicht. Ach da! Shit! Der war entweder hier drinne. Kann man da überhaupt rein? Das ist die große Frage. Nee. Dann hat er sich wohl hier hinten drin versteckt. Okay, speichern. Okay. Weiter geht es. Mal eben zwischengespeichert. Wo sind noch weitere Orks zu finden? Da war was. Und gleich zwei von der... drei von der Sorte. Das sah aber knapp aus. Okay, Moment mal, Rostfleisch, so leichte Wunden heilen, Zähne, Fackel. Kann ja sein, dass irgendwer von den Orks noch was hat. Habe ich die schon? Musste nämlich noch mal kurz. Wohin? Hab mir nicht gemerkt, ob ich die schon gelootet hat. Ja. Schauen wir mal weiter. Speichern und mal frisch machen. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Fell eines Schakals. Kommen wir hier hoch? Kann ja sein, dass hier noch was versteckt ist. Ganz oben auf dem Plateau. Würde mich nicht wundern, weil hier ist ein bisschen gepflanzt. Achso. Haha. Schwarzes Erz, jede Menge. Perfektor. Ach, hier sind wir. Okay. Jetzt kann ich mir ungefähr... Aber wir sind wirklich in einem sehr unbekannten Land. So, nicht riskieren, hier runterzufallen. Okay.
Jetzt hätte ich von oben gucken können. Ja, okay, das reicht. Ob es hier noch wen gibt? Gibt es nichts. Gucken wir mal, ob es noch Lootmaterial gibt. Ach, da ist wieder einer. Oh! Sind ja noch mehr von diesen Baggerlooten. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Yusufna, sorry. Gut. So. Das waren ziemlich viele hier. Oh, noch einer! Manometer, das sind ja so viele da hinten. Die sieht man auf den ersten Blick gar nicht. Ferde, Herde, Merde. Ich mache folgendes. Ich werde mal speichern nochmal. Und dann mit dem Unwetter mal durchgehen. Ork. Aber das sind keine Fernkämpfer bis jetzt gekommen. Na? Alle am Trinken. Ja. Also mal ein bisschen hier anschaden. Ein bisschen rennen. Und bloß nicht hier hängen bleiben. Und dann mal schauen, wie viele denn noch hinter mir herkommen. Wieso bin ich denn jetzt hier so verletzt? Es hat mich doch keiner getroffen. Nein! So will ich das nicht. Wieso bin ich verletzt? Habe ich wieder nichts mitgekriegt hier. Okay, versuchen wir mal hier hochzukommen. Kommen denn andere noch mit hoch? Nein. War da noch einer? Da. Ich meinte natürlich Feuerregen. Dann versuchen wir das nochmal. Und gucken. Die haben mich doch gar nicht getroffen. Achtung. So, abhauen. Aha, den hat es wohl gar nicht erwischt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gucken. Das gleiche, was bringt. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Zücken unsere Fernkampfwaffe und. Okay. Das. Also vom Prinzip her war das wohl gar nicht mal so eine schlechte Idee, die ich hatte. Okay, beim zweiten Durchgang hat es wohl gut geklappt. Irgendwer noch hier? Nein. Perfekt. Okay. Seemannsgrog haben sie. Okay, noch ein. Ach, der Ork-Häuptling, den habe ich auch erwischt. Sehr gut. Und hier war noch einer. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich alle waren. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.